Every Christmas, baby, reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Every Christmas, honey, yeah, the snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody to give them a smile that lasts another year. There's something that happens with sleigh. Ja, folks. Ja, es weihnachtet. Ja, wir haben den ersten Advent hinter uns und wir befinden uns in der vorweihnachtlichen Zeit. Und habe ich mir gedacht, heute habe ich einen Tag frei, nehme ich euch nochmal mit und möchte euch später in einem Video auch nochmal meinen diesjährigen Weihnachtstabak vorstellen. Einen Tabak, den ich tatsächlich nur in dieser Zeit jetzt rauche, warum auch immer. Aber ihr werdet sehen, es ist ein Tabak, wo ich der Meinung bin, der passt halt ganz hervorragend in die jetzige Zeit. Zumindest was das Datum angeht, denn das Wetter, das hier ist grausam. Ja, der Wald, Ende November, ne? Da ist fast alles vorbei, der Herbst gibt auf. Und dann ist es leider so, in der Hauptsache in Deutschland noch vorhandenen Laubwäldern verlieren halt die Bäume alle ihre Blätter, ne? Also das große Farbenmeer, was vorher für unheimlich schöne Momente hier im Wald sorgen kann, ist halt jetzt vorbei. Und dann wird's Licht und naja, dann freut man sich als Waldliebhaber wieder auf die Zeit im Frühjahr, so April, Mai, wenn der Wald seine Dächer wieder schließt und die Bäume wieder mit sattem Grün versorgt werden. Aber es gibt auch noch so ein paar Teile hier im Wald, das ist dann Nadelwald, ja, Nadelgehölze. Und ohnehin so in meiner Kindheit, ich bin früher immer gerne mal in den Harz gefahren, ja. Kennt ihr bestimmt, Norddeutschlands höchstes und größtes Mittelgebirge. Und der Harz ist ja durchsetzt mit Nadelgehölzen, also Fichten und Tannen und so weiter. Das Schöne war, früher ist halt noch mal Schnee gefallen. Und diese Nadelgehölze, die haben ganz einfach immer den Vorteil gehabt, die sind halt immer grün, ne? Und da hat grün und wenn dann auch noch Schnee gefallen ist, ja, das grandiose Weihnachtsstimmung, ja. So habe ich noch so ja, aus meiner Kindheit die Weihnachtswälder, die Wälder um die Weihnachtszeit in Erinnerung. Naja, und wenn ihr heute in den Harz fahrt oder fahrt mal ins Sauerland oder auch im Osten von Deutschland und es gibt ja noch unzählige andere Waldgegenden, wie das da aufgrund der unbestritten, will also keine Klimadiskussion hier, ja. Das ist ein Endlos-Thema. Aber man kann natürlich nicht leugnen, dass das hier inzwischen viel wärmer geworden ist und vor allen Dingen diese langen Trocken- und Dürreperioden machen den Nadelbäumen leider in unseren Wäldern den Gar aus. Ja. Also auch hier bei uns ist kaum noch sowas hier wie hier jetzt noch übrig. Das sind so die letzten Überreste und naja, das stimmt mich ein bisschen traurig, ja. Aber nichtsdestotrotz, die Tanne, die Fichten und so weiter, das sind eigentlich so für mich so die typischen Weihnachtsbäume. Ja, der Tannenbaum ist es ja nicht umsonst geworden. Naja, schauen wir mal, ich gehe noch ein bisschen weiter, mal gucken, was ich noch so alles entdecke. Und wie gesagt, später will ich euch dann auch meinen diesjährigen Weihnachtstabak vorstellen. Schauen wir mal. Ja, schaut mal hinter mir. Ich zeige euch mal was, ja. Das ist etwas, das konnte ich mir vor ein paar Jahren überhaupt nicht vorstellen, dass das mal überhaupt hier so aussehen wird, ja. Aber es ist eine Tatsache. Schaut mal, ich zeige es euch. Das hier war vor kurzem noch alles voller Nadelgehölze, lauter Fichten und Tannen. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, naja, das ist eben die Holzwirtschaft und das Holz wird hier zum Befeuern rausgekarrt. Sondern das sind wirklich ganz einfach aufgrund der Witterungseinflüsse der letzten Jahre, muss man ja mittlerweile sagen, Bäume gewesen, die einfach nicht mehr überlebt haben und die einfach weg mussten. Ich bin gespannt, wie die das hier renaturieren. Also vielleicht, dass sie es sogar ohne irgendeinen Eingriff oder so wieder nachwachsen lassen. Man sieht ja vereinzelt ist was stehen gelassen. Aber ich denke schon, dass das erschreckend ist und das wirklich zeigt, in welchem Ausmaß das auch hier in einem ganz normalen Wald vorangeht.
Ja, ich sagte es, ne? Wir haben bei uns in Deutschland hauptsächlich Laubwälder. Und neben den Buchen, den Lärchen und so weiter, haben wir natürlich auch viel Eiche. Ne? Eiche ist natürlich neben der Buche das Hauptholz, was hier rausgeschafft wird zum Verbrennen. Aber ich hoffe natürlich, dass diese Eiche, ja, die für unsere Verhältnisse hier, ja, doch schon ganz schöne Proportionen hat. Ne? Das ist auch so ein Baum, den ich seit Ewigkeiten verfolge. Und ich komme auf den nochmal zum Ende dieses Videos zu sprechen. Vielleicht kann ich nochmal ein Foto euch zeigen, wo ich glaube, dass es mir einigermaßen gelungen ist, diese Eiche mal ein bisschen in Szene zu setzen. Aber ist nicht magisch. Ja? Also da bin ich noch am Rumtüfteln. Und da werde ich auch so schnell nicht aufgeben. Also irgendwann einmal werde ich sie dann haben. Aber warum sage ich das jetzt auch? Ich habe ja gesagt, es ist alles trocken und dürr und der Wald verändert sich zwangsläufig, ja, dadurch, dass es so viel wärmer wird. Und was ich bis vor ein paar Jahren überhaupt noch nie zu tun hatte, ja, also wo ich überhaupt gar nicht darauf Acht gegeben habe, das ist der sogenannte Eichenprozessionsspinner. Und Bis vor ein paar Jahren bin ich davon ausgegangen, dass in unseren deutschen Wäldern, zumindest hier bei uns im Westen, da ist das Wildschwein das gefährlichste Tier, ja. Und gleich danach kommt dann auch schon die Zecke. Aber mittlerweile haben wir also auch oft, gerade wenn es so heiß ist in den heißen Monaten, immer wieder die Hinweise, auch bei uns in den Wäldern, auf den Eichenprozessionsspinner. Und wer damit mal Bekanntschaft gemacht hat, der wird das so schnell nicht vergessen. Ja, das sind also so kleine Larven, so Härchen und so weiter. Und wenn ihr mit denen in Berührung kommt, dann bekommt ihr einen Ausschlag, ein Brennen und ein Jucken. Und das ist unfassbar. Da ist ein Wespenstich eine Lachnummer gegen. Ja, also das sollte man nicht unterschätzen. Und wenn ihr diese Hinweisschilder draußen seht und in den Wald reingeht, dann geht nicht ins Unterholz, ja, und setzt euch dem nicht aus. Sehr, sehr unangenehm. Aber wie gesagt, auf diesen Baum selber will ich dann ganz zum Schluss vom Video noch mal kurz zu sprechen kommen und da euch ein Foto zeigen. Ja, ich möchte euch auch meinen diesjährigen Weihnachtstabak mitteilen. Und zwar gibt es tatsächlich auch Tabake, die ich in dieser, ja, eher dunkleren und ruhigeren Jahreszeit gerne rauche, weil das Hirn ist ja irgendwie auch drauf gepolt. Ne? Es ist Weihnachten und es soll gemütlich sein und die ganze Atmosphäre, die oftmals herrscht, ja, dieser Plätzchenduft und so weiter, der geht natürlich auch an mir nicht spurlos vorüber. Ja? Und aus diesem Grunde gibt es eben auch das eine oder andere Aroma, was ich eben besonders in der vorweihnachtlichen Zeit und um Weihnachten besonders gerne mag. Nun ist es natürlich so, ich will nicht ausschließen. Ja, diese Diskussion hatten wir ja schon oft, war schon oft Thema. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass die eine oder andere Jubiläumsmischung, die dann meistens mit einer wunderbaren Schmuckdose daherkommt, dass es da den ein oder anderen Tabak gibt, der wirklich sehr gut ist. Das mag sein und ist natürlich alles Geschmackssache. Aber meine Erfahrung über die Jahre, die hat mich einfach immer mehr dazu getrieben, dass ich da versuche, auf Bewährtes zurückzugreifen, weil es gibt diese Tabake im ständigen Sortiment, wo ich glaube, die passen ganz besonders und hervorragend in diese Weihnachtszeit. Ich habe über viele, viele Jahre, muss ich sagen, immer um diese Zeit den Jolly Joker geraucht von DTM. Ja, also das war Gesetz, das war Kult. Der ist immer zur passenden Zeit schon in der 250 Gramm Triebtäterpackung zu mir gekommen. Und dieser Marzipan-Duft und Geschmack und habe ich immer unheimlich gerne geraucht. Ja. Einzig, was mich immer so ein bisschen daran gestört hat an dem Jolly Joker, das war tatsächlich, der brennt unheimlich schnell runter. Und ich habe also schon diverse Male versucht, meine Rauchgewohnheiten dahingehend etwas anzupassen, aber irgendwie gelingt es mir nicht mit dem Jolly Joker, trotz allem, wie er so wahnsinnig gut schmeckt, da mir mal wirklich ein halbes Stündchen gemütlichen Pfeifchen zu rauchen. Ja. Da darf ich ja gar nicht dran ziehen. Naja, aber auf alle Fälle in diesem Jahr war mir erstmals nicht nach dem Jolly Joker.
sondern ich hatte Lust auf den Rainer Barbie Memorial. Ja, auch aus dem Hause DTM. Ein Virginia, der sicherlich eine Handvoll Cavendish, Black Cavendish dazu bekommen hat und Black Cavendish fürs Aroma und der dann so mit Nougat und Nuss da ist. Ein Aroma, wo ich nicht unbedingt sagen würde, das ist schon etwas anderes, ja, als was ich sonst immer so sage, wenn ich so einen im Grunde genommen naturnahen Tabak rauche und wie gesagt, da ist dann so ein Topping draufgekommen oder da ist ein leichtes Flavor drauf. Also das ist schon ganz gezielt und bewusst hier gesetzt und hinterlässt auch ganz klar seinen Eindruck, dieses Aroma. Der ist süßlich und er passt einfach für mich in diese Zeit. Und er ist vor allen Dingen qualitativ wirklich ein ganz, ganz hochwertiger Tabak. Ja. Und das ist somit ein Grund, warum und wieso ich wirklich auf diese, sag ich mal, wenn der Tabak nichts ist, letztendlich dann sehr, sehr teuren Schmuckdosen verzichte. Ja. Das ist dann was Bewährtes, denn eine schöne Schmuckdose ist das hier natürlich nicht. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Rainer Barbie, das schon alleine der Name, das ist ja, man muss ganz klipp und klar sagen, wir haben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, so muss man sagen, ja, wirklich viele, viele sehr, sehr gute Pfeifenbauer. Das ist unbestritten und wir haben wirklich ein Niveau, so war ich das überhaupt beurteilen kann, das ist alle Achtung wert, ja. Aber ich denke, Rainer Barbie wird vielen, vielen hier auch ein Begriff sein, leider 2011 verstorben, denn das war ein Pfeifenbauer, wo ich wirklich sagen würde, der internationales Renommee erlangt hat. Ja, hochgeschätzt im Ausland, unter den ganz, ganz Großen, wo ich glaube, dass der den Pfeifenbau schlichtweg perfektioniert hat. Ja. Und Rainer Barbie hatte, wie gesagt, er kam ja aus Norddeutschland und hat auch ein enges Verhältnis zum Hause DTM und Dunpipe gehabt. Und nachdem er leider im ziemlich jungen Alter 2011 verstorben war, hat man dann im Zusammenhang mit seinen Familienangehörigen und Hinterbliebenen diesen Tabak entworfen, weil man sich daran erinnerte, dass Rainer Barbie unheimlich gerne so Nuss und Nougat und so weiter gerne in Tabak geraucht hat. Für mich ist das ein Tabak, der ganz hervorragend in die weihnachtliche Zeit passt und wie gesagt, ich denke, diese 250 Gramm, die ich mir da gekauft habe, die werde ich ziemlich schnell wegrauchen. Deswegen fülle ich den auch gar nicht mehr in irgendein Einwegglas mit Schnappverschluss oder so um, sondern den belasse ich so im Vorratspack. Und wenn ich den dann aufgeraucht habe, dann denke ich, ist auch Weihnachten wieder vorbei und dann geht es auf zu neuen Taten im neuen Jahr. Ja, das war mein Weihnachtstabak in diesem Jahr. Mein Tipp für euch, wenn ihr euch noch nicht entschlossen habt, für welchen Tabak ihr euch entscheiden sollt. Falls noch nicht geschehen, probiert ihn ganz einfach mal aus. Passt meines Erachtens hervorragend. Nuss und Nougat. Wunderbar. Ja, ansonsten, ich wollte euch heute eigentlich mal einen anderen Background bieten. Aber wie gesagt, es regnet ja heute und dann blieb mir nichts anderes übrig. Aber weil ich hier gerade sitze und ich ja heute so ein bisschen auch schwafel über das, was sich hier so im Wald verändert durch die Erwärmung des Klimas und so weiter und der letzten Sommer. Das nächste Dilemma bahnt sich da ja so ein bisschen an. Ne? Denn ich habe also keinerlei Probleme, obwohl ich hier mitten im Wald bin, mir hier direkt eine anzustecken. Denn da vorne, da ist ganz offiziell eine Grillstelle und eine Feuerstelle. Und dann kann ich mir mit ruhigem Gewissen eine anzünden. Was ich allerdings, wenn ich im nächsten kommenden Sommer mache, ja, also bei der Trockenheit und bei der Dürre, die hier im letzten Jahr oder auch die letzten Sommer hier geherrscht hat, da muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich hier hinsetzen und anzünden und eine Pfeife rauchen, da führt gar kein Weg hin. Also das ist auch ein Problem, mit dem muss ich mich noch beschäftigen, wo ich mich dann ab dem Frühjahr aufhalten werde, wenn ich mit euch hier aus dem Wald ein bisschen zum Thema Pfeifen und Tabak ein bisschen Videos machen will und euch unterhalten will. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Naja. Okay. Ja, okay. Und jetzt will ich nochmal auf die Eiche zu sprechen kommen. Na, switchen wir da nochmal schnell rüber. Ja, nochmal hier zu der Eiche. Ja, altehrwürdig, nehme ich mal an. Viele, viele Jahre auf dem Buckel.
Und ich muss ganz ehrlich gestehen, so ähnlich wie mit auch mit der Birke, die ich euch neulich mal gezeigt habe, habe ich irgendwie so eine kleine Verbindung zu dieser Eiche aufgebaut. Ja, ich bin immer wieder hier dran vorbeigelaufen und bin zum einen ja bass erstaunt. Die steht ja da, sage ich mal, ziemlich einsam an so einem Wegesrand, an so einem Forstweg und ist umgeben von irgendwelchen Auwäldern, also nicht so ein typischer Eichenwald. Und deswegen sticht sie eigentlich ins Auge. Ich bin also immer wieder erstaunt, wie viele Menschen da einfach so dran vorbeigehen und diesen Baum da so wenig Beachtung schenken. Naja, vielleicht habe ich für die Bäume auch so eine kleine Meise. Naja, auf jeden Fall habe ich mir natürlich überlegt, irgendwann einmal musst du doch diesen Baum auch mal irgendwie in Szene setzen. Irgendwann einmal müssen doch mal so die Rahmenbedingungen passen, denn das ist hier nicht so ganz einfach. Denn rechts und links von der Eiche ist nur Chaos, ja. Und es ist auch hier nichts im Vordergrund, wo ich irgendwie sagen würde, wenn ich den Baum fotografiere, dann führt das Auge irgendwie jetzt hinein. Also müssen andere Dinge passen, ja. Und mir ist es bis heute noch nicht gelungen. Ich bin noch nicht zufrieden, wirklich nicht. Und bin da also weiter am Arbeiten und übe mich da weiterhin in Geduld. Aber im letzten Jahr, kann ich mich daran erinnern, bin ich hier mal hochgekommen. Es war so spät Nachmittag, kurz vorm Dunkelwerden. Und da ist hier mal ein bisschen Schnee gefallen. Wir haben hier im Nahetal sehr, sehr wenig Schnee. Aber da ist ein bisschen Schnee gefallen und das blieb mal kurzzeitig liegen. Und dazu war es dann auch noch sehr dunstig und es war keine Sicht. Die Sicht war kurz. Und dann habe ich mal schnell mit dem Equipment, was ich gerade dabei hatte, meine ich, dass ich diese Eiche, naja, wenigstens einigermaßen passabel mal in Szene setzen konnte. Das Problem ist ganz einfach, ich hatte damals auch kein Ultraweitwinkelobjektiv dabei und dieser Baum ist sehr hoch, ja. Und ich will ihn ja, wenn, in seiner ganzen Gänze haben, ja. Also in seiner kompletten Erscheinung. Und ich weiß noch, dass ich dann drei Aufnahmen gemacht habe, ja, unten, in der Mitte und oben und habe die dann praktisch als Hochkantpanorama am Rechner zusammengesetzt. Naja, wie gesagt, bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich will es euch auf alle Fälle mal zeigen. Und dann hoffe ich, wie gesagt, vielleicht gelingt es mir, diese altehrwürdige Eiche dann doch nochmal ein bisschen schöner und eindrucksvoller in Szene zu setzen. Hier ist der Shot. Ja, das war's wieder. Ja, mein Video mit einer Bestandsaufnahme im vorweihnachtlichen, aber deutlich in Mitleidenschaft gezogenen Wald, meinem Weihnachtstabak und einer alten Eiche. Jetzt wünsche ich euch was, kommt gut durch den Rest der Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und immer dran denken, ja, Kalorien in der Vorweihnachtszeit sind gute Kalorien. Also viel Spaß beim Plätzchen essen. Ja. Wir sehen uns im Wälde, macht's gut, tschüss.